Herzlich willkommen bei der Videotour von dieser Mangusta 108 Agata. Sie wurde 2002 gebaut und ist nun im Verkauf mit breezeyachting.swiss. Hinten sieht man schon die großen Jets im Wasser durchschimmern. Ich habe die Badeleiter, die hydraulische, ein bisschen rausgefahren. Und jetzt gehen wir über die hydraulische Gangway an Bord, die auch durch über die Garagentüre hinweg führt. Und in der Garage hat man Platz für einen Tender, den man seitwärts parkieren kann. Und die Gangway wird dann auch als Kran benutzt, um den Tender hinaus zu hieven. Ziemlich warm heute. Links und rechts haben wir auf der Steuerbordseite und auf der Backbordseite jeweils ein Jetski mit diesen hydraulischen Klappen. Das zeige ich Ihnen gleich. Und was ich sehr mag, ist diese offene Cockpit Lounge, wo man das Teak Deck durchgehend verlegt hat, um dann eben komplett modular die Möbel zu wechseln. Sie können hier also wirklich Ihre eigene Sonnenlounge konzipieren. Wenn das alles fest installiert ist, wie bei anderen Mangusta 108ern, ist man eigentlich immer, es ist ein ziemlicher Aufwand, um das wieder umzubauen. Deswegen finde ich das ziemlich gut so, weil man einfach die Möbel austauschen kann. So. Das sind also diese hydraulischen Klappen, wo dann die Jetskis drin sind. Wir sehen das, da haben gut zwei Sea-Doo Sparks zum Beispiel Platz. Auf beiden Seiten mit einem eigenen Kran. Wenn wir nun hineingehen, haben wir die Salon Lounge mit einer schönen Bar. Und sehr gut ausgerüstet mit viel Stauraum für Getränke, mit viel gekühltem Stauraum, Icemaker, alles was es braucht für eine ordentliche Bar. Und dann hat man hier auf der Backbordseite die Lounge mit den zwei Lounge-Tischchen, einen schönen Dining-Table mit Platz für 8 Personen. Und hier hat man auch die Möglichkeit, ein Sofakissen auf diese Lounge-Tischchen zu legen, um dann auch so ein bisschen ein Divan zu haben. Das Dach ist natürlich zum Öffnen, dass man auch nachts mal den Sternenhimmel anschauen kann. Tagsüber ist es dann doch sehr heiß und man hat ja sehr viel Deck-Space, wo man auch Sonnenbaden kann. Vorne, das sehen wir dann gleich. Ja gut, und hier sind wir nun in der Kommandozentrale dieses Raumschiffs sozusagen mit den Kamiwa, mit den Rolls-Royce Kamiwa Jet-Antrieben. Wir haben die MTU-Motoren, die großen V12er mit auf jeder Maschine 2775 PS. Das ist schon gewaltig. Damit erreicht man dann auch diesen Cruising Speed von 32 Knoten und Top Speed 35 Knoten. Das ist dann schon gewaltig. Und dann gehen wir nun ins Unterdeck, wo wir gleich von einem großzügigen Salon empfangen werden mit eigenem Fernseher, Gästebad. Und das gefällt mir sehr gut, weil man nicht dieses Gefühl der Enge hat. Bei vielen Schiffen, wenn man runterkommt, ist einfach mal ein ganz enger Gang und hier ist das sehr großzügig. Und trotzdem hat man noch 4 Kabinen. Ich finde das sehr gut gelöst. Hier hat man eine Kabine mit einem eigenen kleinen Fernsehraum oder Spielzimmer. Ist natürlich toll für die Kids, wenn die ein bisschen größer sind, oder für die Nanny, die dann dabei sein kann. Mit eigenem Bad und Dusche, die hinter der Türe ist. Ja, dann gehen wir doch mal in die eigene Kabine, die auch sehr großzügig ist. Mit einem Sofa, großem Fernseher, eigenem Bad und begehbarem Kleiderschrank. Der Eigner hat hier eine
Fitness, also ein Laufband installiert. Das kann man natürlich auch rausnehmen. Wenn man lieber an Land läuft. Und hier hat man eine schöne großzügige Dusche. Haben auch mehr als eine Person Platz. Und dann hier die Lavabos und eine Bidet-Option. Gehen wir Richtung Vorschiff, kommen wir an der Crew Area und Küche vorbei, die man natürlich dann auch von oben auf der Steuerbordseite den Zugang hat. Und hat dann hier die Küche und da vorne Kabine. Das gucken wir uns aber gleich an, nur so ein bisschen zur Orientierung. Das ist dann der Servicezugang hier, wo die Crew Hotel Service bieten kann. Und dann hat man hier eine tolle Kinderkabine oder Gästekabine mit einem dritten Bett, was man runterziehen kann. Das ist schon sehr praktisch. Und auch hier wieder eigenes Bad mit der Dusche hinter der Türe. Und man sieht, es ist alles wunderbar in Schuss. Überall viel Stauraum. Das ist auch bei den Mangustas immer gut konzipiert. Großzügige Schränke. Ja, und hier ist man im Bad der VIP-Kabine. Das gefällt mir besonders gut mit dem Tageslicht, was man hier noch so ein bisschen drin hat, mit der Reflexion des Wassers. Und dann kleines Kosmetiktischlein mit Spiegel, ein weiterer Schrank und Stauraum in den ganzen Seitenboards, auch unter dem Bett und in den Nachttischchen. Ja, und wie gesagt, gehen wir jetzt kurz in die Küche, wo man einen Gaggenau Breitbackofen hat. Also man kann hier wirklich wie in einem Restaurant die Sachen zubereiten. Viel Stauraum, viel Kühlraum, Miele, Waschmaschine und Trocknerkombination. Auf dem Touchscreen, dass die Crew die Systeme bedienen kann des Schiffes. Und eine vollwertig ausgestattete Küche. Dann hat man hier die Captain's Cabin mit einem zweiten Bett. Man könnte also auch ein Pärchen haben, was das Schiff managt und fährt. Und vorne hat man dann nochmal Crewkabinen, das zeige ich dann gleich. Und hier auch ein doch relativ großzügiges Bad. Das ist ganz ordentlich. Alles okay. Jo, und jetzt gehen wir über diesen Zugang hoch auf der Steuerbordseite, wo wir dann auch gleich raus können. Wir sind wieder hier im Cockpit. Und wenn wir jetzt aufs Vorschiff gehen, dann haben wir ordentlichen Stauraum für die ganzen Putzutensilien. Finde ich sehr gut gelöst. Und dann hat man eben hier vorne nochmal eine Crewkabine, wo man wirklich nochmal drei Betten hat. Also man kann bis zu 5 Crew in der Konfiguration mitnehmen. Und wenn wir dann hier über das über die große Sonnenliege gehen, sehen wir den großzügigen Outdoor-Bereich und können auch hier hoch aufs Dach. Haben dann noch mal eine dritte Sonnenfläche sozusagen. Der Eigner hat auch hier eine einsteckbare Reling machen lassen mit Textilseiten. Das sieht man auf den Fotos. Kann man sich hier also auch schön ein bisschen Privatsphäre verschaffen und hat natürlich dann einen ganzen tollen Überblick von hier oben. Finde ich eine tolle Idee. Schön gemacht. Und hier sieht man noch mal, wie großzügig so eine Mangusta 108 ist. Tja, und jetzt bleibt eigentlich noch der Maschinenraum. Das Herz
wo die zwei Herzen schlagen. Mach mal kurz die Klappe auf. Wir Broker haben ja immer eine große Klappe. Aber wir versuchen hier natürlich wertvolle Informationen rüberzubringen und das Schiff in dem Zustand zu zeigen, wie es wirklich ist, ohne da irgendwas zu erzählen und Sand in die Augen zu streuen. Das ist unsere Philosophie bei ruisjachting.swiss. Und nun sind wir auch schon hier unten, die zwei großen MTUs, 2x12 Zylinder V12, die M90 Serie, wie gesagt 2775 PS. Natürlich ordentlich Kraft, die großen Turbos drauf, die Luftansaugfilter. Hier haben wir die Motorenelektronik, die Steuerungspaneele, da drüben die Alfa Laval Dieselwaschzentrifuge. Dann haben wir die Klimaanlagen, drüben zwei Generator, links und rechts Idroma Watermaker, großer, und hier könnte man auch ganz gut noch einen Seakeeper installieren, müssen wir das ein bisschen aufräumen. Und dann hier die Hydraulic Power Packs von den Comiva Jets. Alles sehr zugänglich, ganz ordentlich im Schuss. Das Schiff wurde 2019 das letzte Mal benutzt, 2020 wurden noch keine Services gemacht. Wir haben hier eine gute Arbeitsliste, man kann das Schiff direkt jetzt noch im August 2020 einsetzen, wenn man das möchte. Und dann über den Winter einen schönen kleinen Refit machen, so wie man das möchte. Sprechen Sie uns an darauf und wir geben Ihnen alle Informationen dazu. Ja, dann gehen wir wieder nach oben. Und dann möchte ich mich auch verabschieden. Es ist ein bisschen warm. Schreiben Sie mir eine WhatsApp. Sie können einfach auf den Button unten drücken. Schreiben Sie mir eine E-Mail, rufen Sie mich an, würde mich sehr freuen und wünsche Ihnen noch alles Gute.